Aber der war ja vor, wie lange ist das hier, warte mal, wir sind 53. Vor 33 Jahren war mein Brünn, da war ich noch wieder australischer Sommer, lang und dürr. Gestern ist ich mit dem Kaul durch den Wald gelaufen. Wo stehen? Ich weiß nicht, wann wir spielen sollen. Wo ist der Busch? Wie sieht der Donnerstag an? Ich freue mich, dass Sie so zahlreich zur Ausstellungseröffnung 100 Jahre SV Olympia 1915 Biebesheim gekommen sind. Zeigt es doch, welche Bedeutung dieser Verein in Biebesheim am Rhein hat. Als mich Wilfried Geilich bereits vor zwei Jahren darauf ansprach, ob wir zu diesem Jubiläum eine Sonderausstellung im Museum zeigen könnten, sagte ich ihm dies sofort zu. Allerdings mit der Einschränkung, dass ein Team von Olympianern diese Ausstellung erstellen müsse, da ich, das muss ich aber leider zugeben, von Fußball keine Ahnung habe. Aber ich finde es daher quasi als Außenstehender umso bemerkenswerter, was dieser Verein in den 100 Jahren seines Bestehens geleistet hat. Insbesondere freue ich mich, welch umfangreiche und informative Ausstellung von dem Ausstellungsteam zusammengestellt wurde und hier präsentiert wird. Wir haben für diese Ausstellung wieder den Sonderausstellungsraum des Museums und die Treppenhausgalerie im Museum genutzt, um möglichst viel der 100-jährigen Geschichte zeigen zu können. Diesmal wird sogar noch ein Teil des Hofes genutzt. Es wurde ein Tor aufgebaut, wie es in den Anfangsjahren des Fußballspiels in Biebesheim 1915 üblich war. Damals auf der Wiese an der Tuchbleiche aus Oberholz, das heißt Weidenholz, denn früher wurden die Kopfweiden in den Feuchtgebieten am Rhein in bestimmten Zeitabständen wurden die Äste abgesägt und die wurden normal als Brennholz genutzt oder eben auch als Fußballtore, wie in dem Fall. In der Treppenhausgalerie hat das Ausstellungsteam eine Vielzahl von Bildern und Spielerausweisen dekoriert, die alle beschriftet sind, sodass sie sich alleine dort stundenlang mit 100 Jahre Olympia beschäftigen können. Geschichte vom SV Olympia eingehen. Ganz kurz, 100 Jahre sind ja schon sehr lang. Und das müssen wir in einem Zeitraffer zusammenfassen, das haben wir auch gemacht. Welche Veränderungen im Verein passiert sind,
können wir gar nicht alles darstellen. Wir haben hier in der Ausstellung einiges zusammengestellt. Einiges werden wir gerade im Jugendbereich im Vereinsheim noch ausstellen und zeigen. Wir werden sicherlich in der Festwoche, die vom 3. bis zum 12. Juli überwiegend im Rheinstadion stattfindet, das eine oder andere sicherlich auch darbieten, zeigen oder auch in Gesprächen vertiefen können. Es gibt einen, an dem wir uns hier sicherlich heute sehr intensiv erinnern müssen, denn und können und werden, denn er hat viel dazu beigetragen, die Geschichte des SV Olympia zu dokumentieren, zu archivieren. Das sind Menschen, die so etwas machen, tun, aus Überzeugung für die nachfolgenden Generationen etwas zu hinterlassen, weiterzugeben. Werte, die wir haben, Werte in der Gesellschaft, Werte im Verein, Werte im Leben, in einem Team, in einer Mannschaft, muss jeder jeden unterstützen. Und genau das sind auch solche Menschen, die ehrenamtlich überall tätig sind. Einer davon, ein langjähriger Vorsitzender und unser Ehrenvorsitzender Willi Fehr, der leider verstorben ist, hat hier dazu beigetragen, dass diese Ausstellung, dieses Archiv in dieser Größenordnung, dieser fast Vollständigkeit erhalten ist. Auf den Wiesen rund um Biebesheim. Und wir als SV Olympia hießen ja noch nicht damals SV Olympia, wir hatten einen ganz anderen Namen, als wir gegründet worden sind. Auch das kann man hier drin erkennen, in der Ausstellung, dass wir auf der Tuchbleiche angefangen haben, 1915 bis 1927 zu spielen. Sportplatz. Aber viele wissen wahrscheinlich gar nicht, dass der in zwei verschiedenen Richtungen mal existiert hat. Die Ludwigstraße in Nord-Süd-Richtung von 1928 bis 1929, die war damals den Turnverein, der Platz vom Turnverein gewesen. Da hatten wir als SV Olympia 80 Mark Platzmiete pro Jahr bezahlen müssen, damit wir dort spielen durften. Dann nannten wir uns damals Sportverein Olympia 1915 Biebesheim. Danach ging es rüber in die östlich der Bahnlinie, Zugogelände, von 1929 bis 1934. Da hießen wir auch immer noch Sportverein Olympia 1915 Biebesheim. Ich habe auch vor langer Zeit aufgehört mit Fußballspielen. Und wenn man im Ehrenamt ist, hat man mehr zu tun, wie nur das tatsächlich selbst Fußball spielen. Da hat man viele Dinge drumherum zu tun. Ich möchte hier und heute nochmal herzlichen Dank sagen an all die, die hier uns unterstützen. Viele Vereinsvertreter sind ja hier dieses Land. Es sind viele, viele und bei uns im Verein 500 Mitglieder es wert, immer für sie da zu sein und ihnen den Raum zu geben. Also bitte unterstützt die Vereine, lasst bei dem einen oder anderen Ehrenamt. Ja, das war's, ich will es auch nicht länger aufhalten. Ich denke jetzt hier und heute haben wir den Startschuss für die 100 Jahre gemacht. Schaut euch die Ausstellung an. Ich möchte den BMW-Pokal gemacht und so weiter. Also ein herzliches Dank an Sie, dass Sie uns hier da in der Form unterstützt. Was gibt's umsonst? Schauen wir mal, es schmeckt so, wie es auch aussieht, sehr lecker. Also greift zu und geht in die Ausstellung und habt einen schönen Tag und besucht uns auf dem Stadion zu jeder Zeit. Danke und viel Spaß bei allem, was ihr noch zu heute macht. Danke. Verteilt. Ja. Über 2300 Stück. Und auch kostenlos, weil die. Das war 81. 81. Ja. Das wurde dann übersetzt. Der BFE hat dann alle diese Bücher, die ganzen Protokolle übersetzt. Und das ist halt dann noch zum 90-Jährigen, also vor 10 Jahren, angesprochen hat. Persönlich angesprochen. Er hat die ganzen Leute, hat Zeitzeugen gesehen. Ich weiß, dass du noch was im Keller hast. Ja, genau. Dann akribisch abzuarbeiten. Das war eine Arbeit, die er dann gemacht hat. Und dann Sepp Herberger war zum Beispiel gewesen, aber ich habe einen, die lässt dann schmissen. Im Spiel gegen Raunheim, bei dem ich im Tor spielte, gab es einen Elfmeter für die Gäste. Was dann passierte, glaubt an keinen. Der Raunheimer Spieler lief an, der Ball wäre knapp neben dem Pfosten ins Tor gegangen. Dann machte Karl Hoffmann, der am Pfosten stand, einen Schritt, fing den Ball und warf ihn mir zu. Der Schiedsrichter nahm das nicht wahr und ließ weiterspielen. Nach dem Schlusspfiff gab es aus dem genannten Grund Schlägereien. Heinrich Kriegelstein, genannt Wilder Mann, stieg sogar in den Bus der Gäste, der an der Sportklasse stand und kämpfte weiter. Das ist ja ganz interessant. Ja, der Mann ist gesagt, vor drei Wochen, eine Weile.
Zeigen Sie mal den Ausweis, was Sie hier filmen dürfen. Also nicht mal zeigen, oder setzen Sie sich die Gondel. Da, der Drogen, Fotos hat der Hessen. Ja, mach ich. Ja. Ne, er kennt Ruschrette, also. Da hol ich auch nicht mit. Ja. Ah ja, das ist fotografiert.